ausschalten. Okay. Türchen oder Stoff. 4:1 hast du mich erwischt hier. Okay. Was machen wir nun? Das war aber nix. Die können wir so, glaube ich, noch nicht besiegen. Oh oh. Sind wir mal eben wieder reingefallen. Okay, wie schalten wir den Strom aus? Am besten ohne gesehen zu werden. Oh oh. Zu spät. Es muss da was Besseres einfallen. Oh. Passiert etwas? Sieht irgendwie nicht so aus. Strom ist noch an. Die irgendwie nicht raus und nicht aus dir. Die Scheißteile. Passiert rein gar nichts. Ja, auf. Grip. Ach du Scheiße. Soldaten hängen an diesen Kabeln. Wenn ich den Strom abschalte, gehen sie vielleicht aus. Ja, aber wie? Aber wie? Okay, wir haben ja 2 Stromquellen. Da passiert absolut gar nichts. Warum nicht? Dachte ich mir schon, dass das nichts bringt. Aber wie dann? Wie sollen wir das jetzt machen? Aha, so vielleicht. Das Licht ist aus.
Ah, okay. Natürlich nur beschränkte Zeit. Natürlich schwer, wenn man unter Beschuss steht. Hm, noch nicht, aber okay, okay. Nicht auffliegen. Den Strom ausschalten. Ah, setzt die außer Betrieb. Interessant. Verstehe. Heilung. Gut, dass die Türen von hinten wieder zugehen. Das Hundchen. Von Hundefutterzeitung. Sind wir hier wieder in einem ähnlichen Zellenblock. Okay, haben die noch auf zu schießen oder? Nein, haben sie nicht. Okay, ich werde es mal versuchen. Sneaken können wir irgendwie nicht. Das ist natürlich blöd, wenn man von Hunden und von Dingern angegriffen wird. Da müssen wir uns ein bisschen was anderes einfallen lassen. Wäre es natürlich schon nicht zu alarmieren, die schon vorher zu töten, bevor sie einen Namen schlagen können, aber mir fällt nicht ein, wie. Damit irgendwie da loswerden oder fallen die sich jetzt leer? Vergessen die, dass wir wieder hier sind oder? Ich habe keine Idee, wie ich da jetzt durchkomme. Und die sind ja überall. Und wir kriegen nicht mal den einen ausgeschaltet. Müssten was halten. Also es ist schwer, wenn man beschossen wird. Das ist halt. Müssten die Hunde geräuschlos ausschalten. Und ob das klappt. Hat schon mal nicht geklappt.
Und bei dem einen kriegen wir es hin, bei dem anderen nicht. Splatoon 10. Können wir es irgendwie ungesehen da durchschaffen? Der riecht uns schon. Damit ist es vorbei. Das Delf, das dich hinzukriegen, das wird, das ist, ich weiß nicht. Hier durchzurennen, ich weiß nicht. Sehe ich nicht. Und da hauen die zu. Da schießen sie schon. Ich weiß nicht, wie wir da ungesehen durchkommen könnten. Da fällt mir nichts ein. Es sind auch zu viele. Es sind wirklich, es sind zu viele. Einfach durchrennen. Dürfte eine Unmöglichkeit sein. Bei so vielen hintereinander. Ne. Sein, wir könnten uns irgendwo zwischendurch verstecken. Und der rennt auch nicht pausenlos. Er wird irgendwie langsamer. Spätestens diese Passage, dann kommen die runter. Dann ist es vorbei. Das wird nichts. Ich habe keine Idee, wie ich das anders machen soll. Die Runde sollten wir wahrscheinlich schon ausschalten. Das wird nix. Okay. Hier kommen wir dann rüber. Hier müssen wir hin. Das ist ein viel zu langer Weg. Wir haben keine Waffen, mit denen wir die Hunde einfach den ersten Schlag ausschalten können. Um die wieder aufzuschießen? Scheinbar ja. Hier scheinbar wieder nein. Oder doch? Wie kommen wir ungesehen an den vorbei? Eine geht hier lang. Da sieht er mich wieder. Da sieht mich der hier. Das ist natürlich. Das ist ziemlich scheiße, dass die zwei hier sind.
ziemlich kacke. Soll ich das denn da ausschalten, wenn da eine zwei Wachen stehen? Na, das wird nichts mehr. Na komm, auf 10. Ach. Dann ist der aus. Also wir können zumindest ein oder zwei von denen ausschalten, wenn wir auf den, wenn wir das auf 10 schaffen. Vielleicht können wir uns irgendwie effektiv verstecken. Wenn die Hunde nicht schon Schaden machen würden. Ein bisschen Heilung gibt es hier. Eieiei. Also einen habe ich mal mit... Einen von denen habe ich mit einem Schlag mal ausgelöst gekriegt. Weiß nicht wie. Die Heilung holen. Von wo aus schießen die? Okay, der kann hier nicht lang. Das ist gut. Das müsste ich mal halten können. Na, jetzt wird das nichts mehr. Nein. Dass man einen kleinen Safe Space hat. Okay, der haut da auch nicht mehr ab. Warte jetzt, bis ich da rauskomme. Das ist nicht gut. Das ist unschön. Als ob der einfach stehen bleibt. Muss der nicht seine Runden laufen? Der bleibt ist da stehen. Ach, was soll es? Genau so, das meinte ich mit einem Treff ausgenockt. Jetzt muss der sich doch wieder auf seinen Weg machen, oder? Ja. Okay. Wir können uns da irgendwie vorbeischleichen. Ohne die auszuschalten.
Ich hoffe, der haut wieder ab. Und der steht jetzt da. Na komm. Jetzt haben wir wieder so einen Bastard hier. Schießen zwei auf mich oder was? Okay, so kann man es vielleicht auch schaffen. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Gar nicht da. Und weiter geht's. Schön durchgeschlichen. Und weiter. Ich komme jetzt da rein. Den Kisten ja nicht verschieben, oder? Ich kann ja wohl nicht fliegen. Wie den Heiligen Gral zum Beispiel. Wie kommen wir da jetzt hin? Das Regal hoch. Weißt du, sollen wir hier hin? Nicht sofort, als ob man da hoch soll. Ach so, ja, natürlich. Hier können wir lang. Aha, C für Crouch. Das ist kein schönes Geräusch. Nazi-Gold gesammelt. Ach nö. Die schon wieder. Maus drei Kisten aufzubrechen. Oha. Das wird kaum schon klappen, aber
Okay, es hat geklappt. Da geht er da unten. Schließlich habe ich schon ein Totenkopflabor angesehen. Sehr schön, ich kann mal die Dinger besiegen. Ja, da kann man mit den Dingern nicht ran. Hier ist ein Knopf, wahrscheinlich um den auszuschalten. Den haben wir jetzt schon anders ausgeschaltet. Okay, hier kommt das Tor. Geht's. Waffe können wir es natürlich nicht mitnehmen. Das wird zu einfach. Nazgult. Da gibt es diesmal keine Figuren für. Das soll klappen. Oh, Hundchen. Na toll. Schön, weiter geht's. Fantastisch. Und warum lag der dort? Okay, abwärts geht's. Ich weiß nicht, ob ich das toll finden soll. Aufwärts wäre mir, glaube ich, lieber. Das sind zwei von der Sorte. Ein bisschen Schutz. Okay, wir brauchen die eigentlich gar nicht mehr. Bautsch ich immer durch. Brauchen wir nicht mehr.
Die hält uns nichts mehr auf. Oh oh. Das sah gefährlich aus.